Ja, weiter geht's hier mit einem Duell gegen Yami Bakura. Ich werde nicht angreifen, nicht nochmal, sagen wir es mal so. Es ist mir dann doch etwas zu... Ja, bringt ja nichts, ne? 1500 gegen 1700 ist witzlos. Mal gucken, ob wir den noch hinkriegen. In diesem Bad. Ich will möglichst 2 bis 3 Parts pro Duell machen. 1900, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich hoffe, er hat nichts, was uns jetzt... Gut, bisher alles clean. Na, macht er hin. So, machen wir ihn erstmal hier, seinen kopflosen Ritter, noch kopfloser als er schon ist. So, jetzt greifen wir mit dem an. Es könnten doch mal, wenn es gut läuft, 3000 Damage sein. Ja, super. Was ist denn? Ja, davon fragst du dann auch, Dödel. Blöd, ey. Nochmal 1500. Wunderbar. Wie es aussieht, kriegen wir den noch in diesem Duell, diesen Part, wollte ich sagen, noch fertig. Tja, dieses Duell, Quatsch, dieses Deck rockt tatsächlich richtig genial. Da kann man nichts zu sagen. Das Deck gefällt mir. Oh Gott, was macht er jetzt? 3 Karten? Was? Ach du Scheiße, nicht die Karte. Dunkle Todesfurcht. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Ja, lass mich doch mal den Text lesen, du Vollhonk. Mann. Du willst die bla Unterwelt an deinem Friedhof aus dem Spielen, falls diese Karte in den Kampf oder durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, solange sie eine Monsterkarte ist, rüste während der Endphase dieses Spielzugs ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, mit dieser Karte aus. Aha. Wir nehmen die Kontrolle über das ausgerüstete Monster. Was mache ich? Auf jeden Fall du dahin und du auch dahin, Verteidigung. Ja, genau. Das könnte funktionieren. Was? Also eine Karte. Wähle die Auslösungskarte aus, die du auswechseln möchtest. Ach so, ja, okay. Mach's doch nicht so kompliziert. Och, verwirr mich hier nicht. Wenn ihr von dem Finish aktiviert, kann er eine weitere Karte hinzufügen? Nein. So. Denn jetzt, wieder in Unangruppen müssen wir klären. Jetzt kann er nämlich da weder angreifen, noch irgendwie was mit tun. Jetzt brauche ich nur irgendwie mindestens 2400 und ein Angriff, um dieses Monster zu vernichten. Oder irgendwie in Verteidigung zu schmeißen, um. Ja, obwohl es dieselbe Zahl, von daher kann ich es auch in Angriff machen, wenn ich ein so starkes Monster krieg. Komm! Das kann gut sein. Diese Karte kann nicht durch Kampf mit einem Monster der Stufe 7 oder niedriger zerstört werden. Ja. Während jeder deiner Endphasen erhält diese Karte 1000 Angriff. Falls diese Karte angreift, wird ihr. Das ist genial. Mindestens. Mindestens 3 Runden und dann können wir ihn damit vernichten. So. Den kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen, deswegen erfreue ich die Karte. Nein. Möchte ich noch nicht. Kann Stufe 4 noch niedriger. Ja, die kann sowieso nicht angreifen. So. Die hau ich jetzt für den Angriff. So.
Und das warten wir mal so locker 3 Runden. Und dann machen wir den platt. Würde ich mal so sagen. Nicht wundern, woher die Sounds gerade kommen, das Stöhnen. Ich habe nur eben den Herd kurz angeschmissen, da ich nebenher am Gyros brutzeln bin. Zumindest habe ich gleich vor. Die Kroketten sind nämlich schon gleich fertig und deswegen habe ich jetzt den Herdplatte angeschmissen, um gleich das Gyros zu braten. Kroketten mit Gyros, was kann Schöneres geben? Gut, ich kann euch eine Menge sagen, aber trotz allem wollte ich mal so, den Satz bringen. So, umfassende Verwüstung. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster deines Gegners angreift. Zerstöre ein Monster in Angriffsposition mit der höchsten Angriff, das dein Gegner kontrolliert. Falls es einen Gleichstand gibt, das kann auf jeden Fall auch mein Retter sein. So, erstmal möchte ich gucken, was er in der Verteidigungsposition da liegen hat. So, was ist das? Vielleicht noch nicht. Mal sehen. Na, nächtlicher Angreifer. Flip, wähle ein Monster auf der Spielseite deines Gegners und zerstöre es. Ist gerade aus deiner Hand. Das kann jetzt Problem geben. Ach, ein Glück. Dass er nicht die Satellitenkanone vernichtet hat. Und die brauche ich jetzt ganz dringend. Wenn ich die 3000 Angriff erreicht habe. Ja. Und. Noch nicht, nein. So, 2000. Ach, mir gefällt das Deck wirklich gut. Muss ich echt sagen. Ich glaube, ich werde es öfter verwenden. Aber auch das Kriegerdeck werde ich öfter verwenden. Und ja, die beiden Karten sind schön. Der Ausrüstungswert erhöht dann auch. Sehr schön, ich rüste dich schon mal aus. So. Noch nicht. Weil ich will ihn nicht nur vernichten mit dieser Karte, sondern auch noch gleich so viel Lebensenergie abziehen, wie ich kann. Am besten damit sogar vernichten. So, 3400, sieht das schön aus. Und gleich nochmal 700 Angriff, ja. Das ist doch lecker. So. Flintschloss, hier. Na komm. Ich beschwöre noch kein Monster. Falls er nämlich Karten hat, die Monster vernichten können, riskiere ich das lieber noch nicht. Ihr kennt ja solche Sachen. Das Rosetin erstmal sehr stark aus, um erstmal die zu vernichten. Falls er nicht irgendwie eine Gegenkarte hat. Ja! Sehr schön. Geht doch. Und damit haben wir gegen die Army Bakura auch gewonnen. Sehr schön. Ja, perfekt. Genieße deinen kleinen Moment des Sieges, Lurker. Ich kann es mir gerade nicht erlauben, mehr aus deinem Körper zu holen. Bakuras Körper. Mehr aus diesem Körper zu holen. Bakuras Körper ist mir sehr wichtig. Ja, ja. So, sein Deck heißt das Quijor Board. Nee, Ouija Board. Ouija Board. Genau. Oder so. So, damit haben wir auch dieses Duell geschafft. Das nächste Duell wäre mit dem Kriegerdeck sein, auch gegen Yami Bakura. Mal sehen, wie wir mit diesem Deck gegen ihn vorankommen. Aber ich muss sagen, das Ausrüstungsdeck hat jetzt bei beiden Duellen jeweils einen Sieg eingebracht. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Deck jetzt schon sehr geil. Sehr gut, was für ein Deutsch. So, nächstes Duell seht ihr wie immer in einigen Tagen. Und viel Spaß mit den vorhandenen Videos. Und das war's, euer Lurker. Wir sehen uns. Bis dann.